kubanisches Christkind. So feiern Janni, Bär und Emil Ozean. Ihnen wurden nicht nur durch die karibische Sonne warm ums Herz. Janni Hönscheid, 27, und Bär Kusmag, 42, haben ihr erstes Weihnachten gemeinsam mit Sprössling Emil Ozean genossen. Die kleine Familie hatte vor gut einer Woche Reis ausgenommen und ist mit einem Ohne-Wert-Ticket von Berlin nach Kuba geflogen. Dort haben sie auch Heiligabend verbracht oder zunächst einmal Heiligmorgen. Die überglücklichen Neueltern und ihr Knirp waren schon früh auf den Beinen und genehmigten sich ein ausgiebiges Xmas-Frühstück mit herrlicher Aussicht. Wir haben unser allererstes Weihnachten zu dritt bei Sonnenaufgang mit Blick über Havanna begonnen, schwärmte auf Instagram. Obwohl auch lieb war und der Weihnachtsmann extra für ihn die lange Reise nach Kuba auf sich genommen hat, witzelte die ehemalige Profisurferin weiter. Die kubanische Feiertagsstimmung scheint ihnen richtig gut zu tun. Auf den heimatlichen Trubel ums Fest der Liebe hatten sie nämlich so gar keine Lust. Weihnachten auf Kuba ist anders, keine glitzernden Lichterketten, kein Überfluss in Geschäften und trotzdem oder vielleicht deshalb besonders magisch, schrieben sie in einem weiteren Post.